Falls ihr keinen Plan habt, warum in der Abo-Box kein neues Video erscheint, überprüft einfach eure Benachrichtigung. Und damit willkommen, meine lieben Freunde. Crazy is back mit einem neuen Video im Gepäck. So schaut es aus. Ja, For Honor ist jetzt am Start und ich freue mich auch richtig drauf, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen gehypt von dem Spiel. Ich hoffe, dass es meinen Erwartungen auch entspricht. Aber das sollte auf jeden Fall drinne sein. Ich möchte auf jeden Fall schon mal Danke sagen, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und das wird jetzt auf jeden Fall erstmal ein schönes Gemetzel werden, schönes Let's Play auf jeden Fall. Und ich habe wirklich eigentlich noch gar keinen Plan von dem Spiel, außer dass es halt wirklich um, ja, Samurais, Wikinger und halt Ritter geht, die sich gegeneinander abschlachten. Und ich würde sagen, dann schlachten wir auch gleich los. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß bei dem Let's Play und ja, so sieht es aus. Here we go! Es gab keine Anzeichen. Es kam ohne Warnung. Zu uns allen. Die letzten Verzweifelten kämpften um ihr Überleben. Vielleicht gab es die Gelegenheit für Frieden. Aber Verzweiflung und Vertrauen gehen selten in Hand. Und so begann ein Jahrtausend der Konflikte. Tausend Jahre Krieg. Die größten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Der Grund ihres Kampfes verloren in der Geschichte. Und doch stehen sie immer noch und suchen nach einem Zeichen des Friedens. Ich werde sie eines Besseren belehren. Ich bin Apollyon. Ich bringe den Krieg.
Wow, meine lieben Freunde. Sehr, sehr episch, muss ich ja sagen. Und diese Kampfgeschichte erinnert mich so ein bisschen an One Piece. Ich weiß nicht, ob ihr euch da so ein bisschen auskennt, aber da gab es doch die beiden Riesen, die auch immer gegeneinander gekämpft haben. Und das auch, ich glaube, Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang. Und der Grund, warum sie eigentlich gestritten haben, beziehungsweise sich bekämpft haben, ist auch während der Zeit, während sie gekämpft haben, halt untergegangen. Und sie wissen gar oder wussten gar nicht mehr, warum sie überhaupt gegeneinander kämpfen. Und das hat sie so ein bisschen ähnlich angehört, muss ich sagen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, wir können uns jetzt aussuchen, für welche Fraktion wir quasi kämpfen wollen, ja? Wir haben ja einmal den Ritter. Die tapferen Ritter von Aschfeld sind der Inbegriff von Macht. Sie wurden von der Eisernen Legion geschickt, um das Land zu befrieden. Aha. Seitdem haben sie Geschmack an der Freiheit gefunden und Aschfeld zu ihrer neuen Heimat gemacht. Die Wikinger leben im eisigen Valkenheim. Sie rauben und plündern, um den kargen Ressourcen ihrer Heimat aufzustocken. Ihre Clans leben relativ friedlich miteinander, auch wenn es für Außenstehende eher nach einem ständigen Krieg aussieht. Okay, Wikinger halt, ne? Standard. Die Samurai von Myril sind aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen, der sie entzweit hat. So, sorry Leute. Trotzdem sind die rivalisierenden Häuser fest entschlossen, gemeinsam ihr Land zu verteidigen und ihre kriegerischen Nachbarn in die Schranken zu weisen. Okay, ja, es sind auf jeden Fall alle drei Fraktionen, sage ich mal, sehr interessant. Also ich würde am liebsten alle drei gleichzeitig spielen, sage ich mal so. Und ich weiß wirklich noch nicht, mit wem ich anfangen soll. Wenn es jetzt so ähnlich wäre wie Dark Souls, sage ich mal, dann würde ich natürlich jetzt als allererstes mit dem Ritter anfangen, das ist klar. Aber ich würde gern mit dem Samurai, glaube ich, beginnen. Ein auf Nodachi-Style, you know what I mean. Also würde ich sagen, wir fangen mit dem Samurai an und ja, ich würde wie immer sagen, viel Spaß und let's do this, my friends. Was für ein Ding? Erstelle dein eigenes Emblem. Okay. Hintergrund? Ach du heilige Scheiße. Okay, meine lieben Freunde. Hier kann man jetzt auf jeden Fall wieder schön rumspielen. Ja, okay. Ah. Wollen wir hier mal ein schönes Rot? Rot ist gut. Okay. Farbe 2 transformieren. Ah, okay, damit kann ich das. Wähle ein Symbol. Ach du meine Güte, meine lieben Freunde. Also hier kann man sich auf jeden Fall wieder schönstens, feinstens auslassen, so wie das aussieht. Oh, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Nur vielleicht in einer anderen Farbe. Wie kann ich das denn? Ja. Wir haben jetzt natürlich keine schönen Farben hier, also irgendwie so mal ein Tiefschwarz zum Beispiel. Wo haben wir das denn? Wir haben hier nur so ein Grau, ne? Egal, nehmen wir das. Transformieren. So, skalieren auf rechten. Ein Stückchen größer. Also ich mache jetzt hier nicht viel, meine lieben Freunde. Einfach nur so ein bisschen. Umriss. Let's do this. Den Rest werde ich halt dann bei Zeit machen. You know what I mean. Here we go. Pottenhässlich, aber nehmen wir. Let's do this. Okay, so, das erste, worauf ich eigentlich wirklich gespannt bin, ist das Kampfsystem. Weil, das sah auf jeden Fall, das, was ich sehen durfte, recht komplex aus. Und, ich hoffe, dass es nicht zu heftig ist, aber ich denke mal, wir kriegen das hin. So, let's do this. Neues Missionsziel. Im Deckungsmodus kannst du ein Ziel mit LT aufschalten. Aufschalten? Was ist das denn? Okay, halt mal vorzufahren. Achso, das ist quasi anvisieren. Schnell loslassen. LT halten, okay. Achso, man muss einfach hin und her. Alles klar. Quasi Button-Mash, um die Ziele zu wechseln. Okay. Deine Deckung legt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Aktiviere die Deckung mit LT, ändere sie mit
dem rechten Sticken. Okay. Also das ist dann... Okay. So. Alles klar. So, LT halten. Drücke und halte B ohne aktivieren den Deckungsmodus. Okay. Ziel erfüllt. What? Whatever. Oh, okay. Du wirst mir doch noch nicht den Arsch versohlen, oder? Um zu blocken, bewege deine Deckung in die Richtung des Angriffs von dem Gegner natürlich. Alright, das ist nämlich das, was ich gesehen hatte. So, da bin ich nämlich jetzt mal gespannt. So, dann komm mal her hier. Ich muss nämlich darauf achten, ob er jetzt von links, rechts oder von oben zuschlägt. Na, komm her. Ach so. Ah, ich soll erst da hinhalten, alles klar. Aha. Jetzt nach rechts. Alles klar. Nochmal nach rechts. Hopp, okay. Jetzt nach oben. Haia. Und nochmal nach oben. Oh, und. Haia. Was geht? Oh, okay. Ich habe erstmal die Mission. Dings gelesen. Okay, komm. Aha. Na los, schlag zu. Ha. Erwischt. Ha. Okay, auch erwischt. Nice. Nice, okay. Woo! Okay. Greife dort an, wo der Gegner ungedeckt ist. RB für einen leichten Angriff, RT für schweren Angriff. Oh, das geht ja doch schon Richtung Dark Souls hier, wa, meine lieben Freunde? Holy shit. Nice. Also, LT halten. Und dann, Okay, oben ist natürlich das. Schwerer Angriff. Oh, schöne Kombos hier. Oh, yeah. Ja, da kommt der nächste zum Verdreschen, alles klar. Siege mit schweren Angriffen, alles klar, okay. Ja, komm mal her. Oh, okay. Haltungswechsel. Da muss man nämlich drauf achten, schön den Haltungswechsel einhalten. Ah, okay. Und der nächste zum Verdreschen. Oh, doch nicht. Okay. Du kannst dir jederzeit die Aktionsliste deines Helden ansehen, indem du Start drückst. Okay. Mhm. Erobere Zone A? Was? Wo ist sie denn? Ah. Ach, schnell laufen und schon mal linken Sticken drücken. Ah, danke, dass ihr mir das jetzt sagt. Da war ich schneller, siehst du? Alright. Oh, hello. Töte alle Feinde in einer Eroberungszone und halte sie für einige Sekunden feindfrei, um sie zu kontrollieren. Ja, das ist quasi die gute Herrschaft-Manie, die man ja aus jedem Shooter quasi auch kennt. Okay. Oh! Ah, die Kombos sind cool. Man kann leichte und schwere halt kombinieren. Das ist... Au! Jetzt habe ich nie aufgepasst. Zack. Ah! Nice. Den habe ich, den Sack. Okay, nur cool. Erreiche B. Okay. Also dann, ist das sowas wie halt Herrschaft? Nur mit Schwertern, Äxten, Schildern, Bögen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Krieger können nicht aufgeschaltet werden. Lass LT los und drücke dann RB oder... RT, um sie zu töten. Also jetzt hier die Kleinen, oder was? Okay. Au. Button Mash. Oh. Töte Gegner, um deinen Kriegern zu helfen, die Front zu verschieben. Okay, ja, bin ich ja quasi gerade bei, ne? Oh. Au. Und du auch noch. Genau. Nice. Woo! Okay, das ist sehr schön. So bis jetzt noch recht easy. So, jetzt müssen wir zu C. Hello, Buddies. Ja.
Ah, klettert von alleine, sehr schön. Easy, auch sehr schnell. Oh, hey, Buddy. Weiche im richtigen Moment aus, um Angriffen zu entgehen. LT, den linken Sticken und A. Okay, also eine Rolle, oder was? Aha. Ah, okay. Au, da bin ich reingelaufen. Au, da, au. What the hell? What? Hallo? Ah, da muss ich nach hinten. Okay. Wow. Nice. So, darf ich dich jetzt platt machen oder was, du dumme Sau? Durchbrich die Deckung deines Gegners und verkette im Anschluss einen leichten Angriff. Was also? LT, X und RB. Also, Wow. Alles klar, okay. Habe ich es jetzt richtig gemacht, oder? Neues Missionsziel. Durchbrich die Deckung deines Gegners und verkette im Anschluss einen weiteren Deckungsbruch, um deinen Gegner zu werfen. Du kannst die Richtung des Wurfs steuern. Okay. Also LT, XX. Und dann schauen wir mal. Okay. Hä? XX. Ja, das war doch noch nicht... Okay. Ich hätte jetzt einfach nur mal die Richtung wechseln müssen, alles klar. Naja, egal. Wird erobert. Yay! Wuhu, beendet. Ziel erfüllt. Nice one. Herzlichen Glückwunsch, du erhältst 2000 Credits. Zurück zum Hauptmenü? Warum? Sehr cool. Okay, so. Wir haben ja also jetzt endlich mal das Hauptmenü zu Gesicht. Sehr schön. Also Multiplayer wollen wir jetzt natürlich noch nicht. Multiplayer werden wir erst ein bisschen später antesten. Ich denke mal auch, der wird jetzt noch nicht laufen, weil ich habe das Spiel einen Tag vor Release und hatte eben gerade schon Schwierigkeiten, jetzt auf den Ubisoft-Server allgemein zu kommen. Deswegen denke ich mal, dass der Multiplayer jetzt sowieso nicht laufen wird. Und ja, schauen wir uns mal kurz hier so ein bisschen um. Audio und alles, das kann ja so bleiben, das stelle ich ja so oder so selbst ein. Anpassen, Helden. Haben wir denn überhaupt? Ja, wir haben ja schon 2000 Credits. Ich hatte mit ihm hier gespielt. Schauen wir einfach mal. Anpassen, Ausrüstung aufsammeln, Fortschritt ansehen, wie kämpft man? Mhm. Anpassen. Waffe. Man kann hier verschiedene Klingen einsetzen, Leute. Wie krass ist das denn bitte? Fähigkeiten haben wir auch, okay. Gesten, ha. Y und Y halten, okay. Ja, das ist ja cool. Man hat hier Gesten wieder. Oh, ich liebe... Spiele mit Gesten, Leute, das ist... Ich liebe es einfach. Sorry, aber das wertet für mich doch schon das Spiel um 100% auf. So, dann würde ich mal sagen, ja, wir spielen noch eine Runde im Story-Modus und ja, let's do this. Vor vielen Jahren drängten die großen Kriegsfürsten der Eisernen Legion, die Wikinger und Samurai, hinaus aus dem Gebiet um Aschfeld. Wir Ritter waren damals stolz und stark und niemand wagte es, sich gegen uns zu erheben. Dann, wie eine Krankheit, herrschte plötzlich Frieden in unserem Land. Die Kriegsfürsten wurden vergessen und das Volk wurde schwach und selbstzufrieden. Als die Raubzüge der Wikinger von Neuem begannen, war die Eiserne Legion nicht vorbereitet. Aschfeld stürzte ins Chaos. Doch auch die Wikinger schienen schwach zu sein. Nur noch ein Schatten dessen, was sie einst gewesen waren. Und die Samurai hatten Myre viele Jahre lang nicht verlassen. Nun ist eine neue Macht in Aschfeld aufgestiegen. Die Schwarzenfels-Legion. Ritter. Wahre Krieger. Solche, die den Unterschied kannten zwischen Raubtier und Beute. Wir sind gekommen, um die Welt wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.
Das Zeitalter der Wölfe steht bevor. Au, au. Zeitalter der Wölfe, okay. Alles klar. Jetzt ist es quasi egal, weil wir ja eigentlich am Anfang den Samurai ausgesucht haben. Aber hier haben wir wirklich die verschiedenen Fraktionen als Story, meine lieben Freunde. Das ist auch auf jeden Fall sehr cool. Dann würde ich sagen, wir spielen erstmal in Kapitel 1. Ritter, let's do this. 1.1, Fürsten und Feiglinge. Ja, ich gehöre zu zweiteren, so wird das auch passen. Schwierigkeiten normal, leicht, schwer, realistisch. Oh my God. Okay, wir spielen jetzt erstmal, oder wir versuchen es erstmal auf normal. Ob ich das schaffe, steht natürlich noch in den Sternen. So, Die Wächter, sie sind die Mitglieder eines in Vergessenheit geratenen uralten Ordens. Sie sind die Beschützer der Schwachen und Meister des Langschwerts. Ihre Ursprünge sind längst vergessen. Und doch kämpfen sie weiterhin für das Recht. Doch nur wenige dürfen dem Orden beitreten. Okay. Wähle deine Spielfigur. Ah, ach so, okay. Wächter, Wächterin. Nice, wir nehmen einfach den ersten, ne? Hier. Let's do this. An diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Erwi Dobeni. Verteidigt die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! Dobeni! So weit musste es gar nicht kommen! Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr? Brecht es ein! Brecht es ein! Aber ich bin ein Wächter. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Okay, nice. Let's do this. 29 Meter, here we go. Erklommen die Ostmauer. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Ritter ist, weil, okay, die zeigen mir das hier auch nochmal. Sehr schön. Deine Deckung legt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Aktiviere die Deckung mit LT und ändere sie mit dem rechten Sticken. Okay. Müssen wir jetzt hier auch nochmal durchmachen, alles klar, nochmal ein Training hier. Um zu blocken, bewege die Idee. Okay, alles klar. Mhm. Aha. Ah, ich hab doch nach oben gehalten. Ich bin doch ein bisschen weggeschlittert. Oh, nice. Sehr gut. Und, nice. Auch da. Und jetzt nochmal links. Here we go. Und nochmal links. Here we go. So. Okay. Hab dich. Und nein noch, komm. Was? Greife dort an, wo der Gegner unentdeckt ist. Ja, okay. Ja, das wissen wir doch auch schon. Achso, er greift gar nicht an. Okay. Hey, der deckt ja alles. Ach so.
Ah, jetzt habe ich es gecheckt, Mann. So, ja, wer lesen kann, ist gleich im Vorteil, ne, meine lieben Freunde? Töte den Hauptmann. Okay, oh. Oh. Komm. Man kann auch gleich gegenkontern. Das ist sehr geil gemacht, ey. Sehr cool. Sehr cool. Okay, nice. Was ist das denn hier, LB? Im Krieg geht es oft um Mauern. Oh, hier gibt's. Tore, Hügel. Ach du meine Güte. Jeden Tag werden Schlachten gewonnen und verloren, nur aufgrund der Wahl des Schlachtfelds. Hier gibt's also Sammelitems, meine lieben Freunde. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich musste die Mauer halten. Na komm. Ah! Ah, dumme Sau. So läuft das. Oh, hey, Buddy. Du bist also auch ein bisschen Dresche, ja? Dann komm. Dann komm. Ah. Ah. Ah, oh yeah. Okay, es gefällt mir bis jetzt. Auch die Steuerung. Oh, jetzt habe ich ja auch noch zwei. Okay. 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 Ah. Lass mich mal hier rum. Ah. Oh. Oben. Rechts. Ah nein, ich wollte nach links. Verdammt. Au. Okay, der ist down. Oh. Oh yeah. Okay, sehr gut. Kampfsystem gefällt mir. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, meine lieben Freunde. Das ist ja bei jedem neuen Spiel so. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Pickups sind einsetzbare Spezialkräfte, die du ausrüsten kannst. Drücke Steuerkreuz nach oben, um sie zu benutzen. Drücke Start für eine Beschreibung deiner Gaben. Okay, standhaftes Banner. Regeneriert. Ah, okay. Regeneriert von Verbündeten in der Nähe. Oder regeneriert Verbündete in der Nähe. Okay. Wo muss ich denn hin? Muss ich jetzt hier einfach noch ein bisschen rumboxen oder was? Okay. Let's do this. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Ja, alles klar. Das sind ja wieder die Kleinen hier, die wir einfach wegprügeln können. Ah! Yeah! Ah. Oh, sorry. Dich wollte ich gar nicht hauen. Also hier ist Friendly Fire on, quasi. Habt ihr ja gesehen. Ich hab aus Versehen meinen Partner getroffen. Ja, rennt weg, ihr Schweine. Jawohl, rennt alle weg. Ah! 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 Ah. Platz gehört uns. Oh, da ist noch so ein Pickup, ne? Einmal hier hoch. Hello, Buddies. Oh, hello. Ah, hast du Glück, du Schwein. Komm. Oh, jetzt, wo ich angreife, greift er an. Ah. Komm schon. Down mit dir. Okay, haben wir. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch... Oh, nicht nur einer. Komm her. Komm einer her hier. Ah, oh, I love it. Das ist echt cool. So, ihr kleinen Schweinebacken, was wollt ihr denn, hä? Ihr kriegt mal richtig auf die Mütze hier. Sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut, meine lieben Freunde. Der Fall der letzten Zuflucht in Aschfeld. 1000 Jahre sind seitdem vergangen. Unsere Vorfahren haben 6 Jahre gegen 100.000 verzweifelte und verhungernde Krieger standgehalten. Die Eiserne Legion besteht aus vielen kleineren Legionen. Der Löwe war einst das Symbol der königlichen Legion. Früher war sie stark, nun ist sie gefallen an die Macht von Schwarzen Fels. Okay, also hier gibt es auch Loot zu sammeln, so wie das hier gerade aussieht. Muss man auch mal so ein bisschen drauf achten. Okay, wir laufen mal hoch. Ich bin am Sprinten, jawohl. So, haben wir hier Loot?
Da haben wir Loot. Das nehmen wir nochmal schnell mit. Zack. Sehr schön. Die Eiserne Legion stellt gerne Wächterstatuen vor ihren Toren auf. Aber sie sind Heuchler. Der Eid eines Wächters geht weit über das hinaus, was ein gewöhnlicher Legionär erfüllen könnte. Ich metzel euch alle einfach nieder, einfach reinlaufen. Und ich sag mal, hier diese Collectibles, da muss man schon die Augen offen halten hier, ne? Die sind, oder kann man sehr leicht übersehen. Ich mache das gleich an, wenn wir hier die platt gemacht haben. Okay. Ach, du bist ja ein richtiger, ups. Ich dachte, du bist ein Minion. Ah! Down mit dir, Motherfucker. So, here we go. Hallo? Hallo? Wenn wir aufhören, sie zu bekämpfen, wird die Natur sich immer wieder erheben. Das gilt für Steine, das gilt für Pflanzen, für Tiere. Und es gilt auch für Völker. Das Katapult ist noch einsatzbereit. Okay, sehr schön. Wow! Gute Idee. Gutes Ding. Durch die Öffnung! Alrighty. So, haben wir hier noch irgendwas zum Angucken? No, hier können wir erstmal runter. Können wir auch runter. Oh, Jump Attack? Holy shit. Plunging Attack, meine lieben Freunde. Das ist ja ultra geil. Wow, 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 wo kommst du denn her? Wo kam er denn her? Den habe ich überhaupt nicht bemerkt. Na komm. Oh, 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 was? Wenn die Ausdauer verbraucht ist, sind die Angriffe langsamer. Du kannst keine Angriffe verketten und nicht sprinten. Um deine Ausdauer zu regenerieren, musst du aufhören anzugreifen. Okay, okay, alles klar. Auch like a Dark Souls. Okay, erstmal zurück. Erstmal zurück. Ausdauer, Ausdauer. Okay, nice one. Ah. Down, you go. Oh, ich konnte exekutieren, verdammt. Da habe ich jetzt zu schlecht reagiert, muss ich sagen. Was willst du denn von mir? Er greift gleich mich an direkt, ey, die dumme Sau. Ist quasi noch mitten im Kampf gewesen, greift aber erstmal mich an. Alright. Hier, komm, ich heile dich erstmal, jawohl. Ah. Oh, hier ist wieder ein richtiger. Okay, dieses Kampfsystem ist echt nice. Mal wegrollen hier. Verteidige die Invasion. Okay, ja, okay, na gut. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit falsche Taste gedrückt, meine lieben Freunde. Die ganze Zeit XXX. Schon wieder X. Warum mache ich das? Warum drücke ich nur X? Fuck off. Au. Ohne anzuvisieren diesmal den platt gemacht, die dumme Sau. Woo. Diese Krieger müssen nicht sterben. Ein Gerichtskampf, jetzt und hier. Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht.
Das wäre eine Hinrichtung. Dann gegen meinen Campen. Ihr werdet mein Campe sein. Also gut. Hätte ich mich geweigert, es hätte ein Blutbad gegeben. Dann würde ich mal sagen, meine lieben Freunde, für die Ehre, here we go. Ah, oh, warte, ich hab doch... Okay, okay, okay. Schön easy, easy, easy. Er war auch ein Wächter. Vor langer Zeit. Oh, oh, da war er aber schnell. Holy shit. Ich musste siegen, aber nicht für Dovenin. Komm schon. Komm schon, zeig, was du drauf hast, du kleine Bratze, du. Ha? Komm. Hoppa. Zack, zack. Okay, komm nochmal. Zack, und jetzt mach ich mal einen auf den. Und dann pat, pat. Und dann schmeck it. Na, wie schmeckt dir das? Oh, jetzt machen wir wieder einen auf den. Oh, oh, oh. Exekutieren. Jawoll. Leute, wow. Oh, ich wollte gerade noch Geste. Sie hatten uns immer noch in der Hand. Es kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Ich bin auch nicht gewöhnlich. Knie nieder. Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch, Ritter der Schwarzen Felslegion. Wir sind hier fertig. Kommt mit. Und so kam ich schließlich zur Schwarzenfelslegion. Wunderschön, meine lieben Freunde. Sehr geil. Willkommen bei Schwarzenfels. Beende Mission 1. Hat da. Sehr schönes Ding. Aha. Story-Level-Aufstieg. Gabe, Präzisionsschläge. Aha, sehr cool. Noch mehr Gaben. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Okay, ja, dann würde ich jetzt diesen Part hier an dieser Stelle einfach mal beenden, meine lieben Freunde. Kackendreist. Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an dieser lustigen Folge. Und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und dann würde ich wie immer sagen, stay crazy, so sieht es aus. Ich bin wieder raus.